Zuerst umfahre ich hier diese Statue einmal relativ grob. Da wäre es natürlich toll, wenn man ein Vakuumtablett hätte. Schließe hier oben mit diesem gelben Punkt die grobe Auswahl. Danach mit gedrückter Maustaste umfahre ich die Bereiche, welche ich freigestellt haben möchte. Hier kann ich so mit einer S-Bewegung einfach das ausmalen, was ich freigestellt haben möchte. Ich nehme jetzt mal diesen blauen Sockel hier hinzu und fahre einmal gerade hoch. So. Und nun erkennt man, hat es hier unten vielleicht noch ein bisschen unschöne Stellen. Da kann ich versuchen, diese noch etwas besser in die Auswahl hereinzubringen, indem ich einfach mit dem Pinsel hier einmal darüber fahre. Ich gehe nun in die Enter-Taste und dann erhalte ich eine Auswahl. Auch wenn es hier noch ein paar kleine Fehler hat, das interessiert mich nicht. Was ich jetzt aber machen möchte, und das ist ganz wichtig, ich möchte die Auswahl ein bisschen verkleinern. Man sieht hier eine blaue Kante. Dazu gehe ich in Auswahl, Auswahl verkleinern und sage hier um 2 Pixel vom Rand verkleinern. Und jetzt geht die Auswahl in den weißen Bereich hinein. Ich gehe wieder in die Ganzseitenansicht und ich kann jetzt diese Auswahl einmal in einen Kanal speichern. Jetzt sieht man hier diese gespeicherte Auswahl, welche ich umbenennen kann. Ich sage dem mal Büste. So, nun gehe ich zurück in die Ebene, wähle diese Ebene an und sage Ebene, Maske, Ebenenmaske hinzufügen. Und ich sage aus dem Kanal den Kanal Büste. Ich sage hinzufügen und jetzt kann ich noch etwas machen. Ich gehe mit Kontrolltaste auf Mac oder rechte Maustaste auf PC. Und sage Ebenenmaske anzeigen. Ich werde jetzt auch wieder diese Ebenenmaske etwas einzoomen und man sieht hier, wie die Kante ziemlich gezahnt ist und nicht wirklich geglättet. Dazu gehe ich nun in Weichzeichnen, Gaußscher Weichzeichnen und werde diese Kante hier etwas weichzeichnen. Leider sieht man hier in der Vorschau nur knapp, was genau passiert und nicht in der Originalansicht. Ich sage jetzt mal mit diesen Einstellungen okay. Und jetzt sieht man, habe ich hier so einen Graustufenverlauf. Und das macht mir das Ganze doch etwas weicher. Und wenn ich jetzt die Auswahl aufhebe und sage nichts, dann habe ich die Möglichkeit, wenn ich unter Kurven gehe, in der Maske drin diese Kante noch etwas nachzubearbeiten. Ich gehe einfach aus der Mitte heraus und kann diese Weichheit noch etwas nachbearbeiten. Ich gehe wieder zurück, indem ich hier sage Ausblenden, gehe in die Ganzseitenansicht und ich habe nun hier dieses Bild eigentlich sehr schön bearbeitet.